herzlich willkommen bei der Eurosys 2024 bei Diebold Nixdorf auf dem Stand. Ich freue mich heute einen kleinen Einblick in unsere Innovationen geben zu dürfen. Innovation bedeutet für uns, dass wir Kundenzentriertheit benötigen. Bedeutet, auf der einen Seite müssen wir schauen, dass wir Prozesse effizienter für die Konsumenten machen, was dann wiederum in der gesteigerten Effizienz auch für den Retailer endet. Ja, bedeutet Friction Points erkennen, analysieren und eliminieren und gleichzeitig auch für den Händler eine gewisse Effizienz in dem Bereich zu schaffen. Was wir hier heute sehen, ist ein klassisches Self-Checkout-System in der Konfiguration, wie wir es sehr, sehr häufig im Lebensmitteleinzelhandel sehen. Wir haben verschiedene AI-Module, die wir gelauncht haben, basierend auf einer AI-Plattform. Bedeutet, wir möchten da auch eine gewisse Skalierbarkeit für den Retailer schaffen. Das erste Thema, was wir zeigen, ist Age Verification. 22% der Interventionen, die wir heute feststellen, haben tatsächlich mit Age-Restricted Items zu tun. Bedeutet, dass jedes Mal ein Mitarbeiter gefordert, tatsächlich an den Score zu gehen oder per Remote die Altersfreigabe zu tätigen. Ja, mit der Automatisierung, mit der KI, möchten wir eine deutlich höhere Geschwindigkeit für den Konsumenten erreichen und dadurch aber auch den Friction Point im Sinne des Wartens, bis diese Intervention geklärt ist, freigeben. Das zweite Thema, was wir zeigen werden, ist einmal die frische Produkterkennung. Jeder kennt es, habe ich frische Produkte, non-barcoded Items in meinem Warenkorb, muss ich jedes Mal durch ein Pick-Menü gehen und tatsächlich den ganzen Katalog durchsuchen, wo ist denn jetzt meine Bio-Banane, wo ist die Zucchini, wo ist die Bio-Zucchini. Das dritte Thema, was wir innerhalb unserer AI-Plattform haben, bezieht sich auf das Thema Shrink. Shrink im Retail ist wahrscheinlich eines der heiß diskutiertesten Themen, die wir nicht nur hier auf der Eurosys sehen, sondern tatsächlich ja auch schon über die letzten Monate ein sehr, sehr groß diskutiertes Thema. Wenn ich hier nun einmal den Überblick schaffe, wir haben hier oben eine Übersicht, was die KI tatsächlich im Stream sieht und hier unten auch ein Mitarbeiter-Dashboard. Wenn wir über Technologie sprechen, müssen wir uns auch immer die Frage stellen, wie kriegen wir Technologie effizient operationalisiert? Dann kriege ich eine Technologie nicht operationalisiert, hat sie keinen Mehrwert für den Retailer und auch keinen Mehrwert für den Konsumenten. Ich möchte heute zwei, drei einfache Beispiele einmal für dieses Video hier zeigen. Ich habe hier einen Skin gescannt und werde nun direkt gefragt, ob ich hier eine automatisierte Altersverifikation vornehmen möchte. Das System erfasst mein Gesicht automatisiert, macht eine Altersschätzung und bin ich über dem Schwellenwert, den der Retailer selbst festlegen kann, wird die Transaktion direkt freigegeben. Bedeutet, keine Intervention, automatisierter Prozess innerhalb von wenigen Sekunden, also deutlich unter 10 Sekunden, was wir hier erreichen können. Das nächste Thema ist, ich habe frische Produkte in meinem Einkaufskorb. Bedeutet, ich kann hier tatsächlich direkt Richtung Produkterkennung gehen, kriege hier meine Orangen direkt vorgeschlagen, kann die auswählen und weil ich jetzt einen stückbasierten Artikel habe, kriege ich auch direkt einen Vorschlag, wie viele Artikel erkannt wurden, kann das einmal bestätigen und dem Warenkorb hinzufügen. Das nächste Thema für die Shrink-Lösung ist beispielsweise, wenn ich diverse Scans versuche vorzutäuschen im Sinne eines Non-Scans oder Fake-Scans, bedeutet Artikel vorbeiführe, erkennt das System automatisch, hey, da ist etwas vorgefallen, was nicht korrekt war. Ich habe ein Produkt erfasst, was bewegt wurde, aber nicht gescannt wurde, nicht der Transaktion hinzugefügt wurde. Als Mitarbeiter habe ich dann die Möglichkeit, mir in meinem Dashboard, auf meinem Mobile Device etc. auch ein Evidence-Video anzeigen zu lassen, um diesen Vorfall auch eindeutig zu erkennen und damit mit 100% richtiger Information die Intervention starten zu können, dem Kunden gegebenenfalls helfen kann, das Produkt erneut zu scannen, falls es sich um einen Fehler handelte oder wenn es bewusster Diebstahl ist, das entsprechend einmal anzumerken beim Kunden und das entsprechend anzuzeigen. Für uns ganz wichtig ist, dass wir hier die richtige Balance zwischen Customer Nudging und Intervention schaffen, sodass ich durch die gewonnene Effizienz, durch die Einführung von Self-Checkout-Systemen, mir nicht zu viele Interventionen ins Hause hole, wo ich dann nur noch Mitarbeiter habe, die den ganzen
kreierten Interventionen hinterherrennen müssen. Bedeutet, wir arbeiten hier mit einer Rules Engine, die dynamisch ist und die vom Retailer bestimmt werden kann, sodass er für seine filialspezifischen Prozesse die Möglichkeit hat, das für sich anzupassen und effizient weiterarbeiten zu können.